Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Tech World 2. Ja, es gab dann doch leider gestern keine Folge. Warum kann ich erklären? Und zwar, ich war total K.O., mir ging es total scheiße und ich muss noch für die Klausur lernen. Ja, also, was habe ich noch offscreen gemacht? Ich habe noch irgendwie hat es gerade mir ein bisschen cool dadurch aufgehoben. Hab außerdem nochmal hier die Bienen ein bisschen dann ausgetauscht. Ich tausche die gerade einfach so ein bisschen wild rum, mal schauen, ob wir kommen. Ich weiß selbst noch nicht so richtig, was ich züchten will. Hab hier das Hemd noch ein bisschen weiter angepflanzt. Ja, das wollte ich so haben, so nicht anders. Einmal habe ich noch da, okay, das repariere ich jetzt sofort. So, kommt nehmen wir zum Heim mit. Wer weiß, wenn man Wasser einmal gebrauchen kann. Tue ich nochmal ganz schnell hier das Zeug weg. Ich habe ja noch, wie gesagt, so ein bisschen Bienen habe ich bekommen. Müsste ich, glaube ich, bald mal so eine Apiary Chest machen, damit ich hier ein bisschen Platz wieder drin habe. Und ich habe dann hier unten nochmal ein bisschen schöner gebaut, offscreen. Hier mit solchen zwei schönen Fenstern, die hier das Loch zeigen von der Query. Vielleicht kann man da nochmal eine Monsterfalle reinbauen oder so. Und jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, warum ist denn hier so ein Gang nach unten? Den Gang nach unten, den werden wir heute thematisieren. Und zwar fangen wir dann heute doch mal mit der Forestry Farm an. So, was hatte ich hier? Ich hatte hier gar nichts mehr. So, hier war auch nichts mehr. Das ist doch mal sehr schön. So will man das haben. Gut, was brauchen wir für eine Forestry Farm? Wir brauchen Farmblöcke. Wie viele? Na, einige. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal hier das machen, was in jedem Let's Play einmal vorhanden sein sollte, und zwar schön Terraforming. Ja, ich werde es mal ein bisschen anebnen. Tut mich auch sorry, dass ich das jetzt mache, aber irgendwann muss ich es machen. So, vielleicht kommen wir dann auch schon leben. Moment zum kaputten Schaufelende. Was ich auf jeden Fall dafür machen werde, ich werde hier diesen Holzblock dann dafür wegmachen. Ja. Und wir haben schon das erste Achievement im Spiel. So pro sind wir. Frag mich zwar echt, wieso das jetzt erst kommt, aber okay. Warte, wir haben da noch Sticks. Komm, dann können wir jetzt mal Eisen. Ja, komm, am Eisen sollte es gerade echt nicht mangeln. Ich habe euch doch, glaube ich, noch gar nicht gefragt, wie ihr das Texture Pack findet, ob das so für euch okay ist. Wollen noch ganz umändern. Obwohl, ich kann auch später immer noch umändern. Gefällt euch das Texture Pack einfach ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, Ende. Ja, was gibt es denn so Neues? Ich habe jetzt heute meine erste Klausur im Leistungskurs geschrieben, und zwar Technische Informatik. Wer nicht weiß, was das ist, technische Informatik beinhaltet quasi alles, was so Themengebiet Hardware, Software beinhaltet, also Festplatten, sagen wir mal, oder speziell Programme, Netzwerke und so weiter. Und das hat sich dann noch heute bei uns zur Klausur gewagt. Und zwar haben wir Fachgebiet Netzwerke und Datenbanken. Teilt sich sogar bei uns in zwei Fachgebiete auf. Wer einfach jetzt ganz kurz, wenn das Ganze alles hier einen Scheiß interessiert, einfach ignorieren oder leise machen. Ich werde einfach mal ein bisschen darüber reden. Habe ich einfach ein bisschen Lust drauf. Auf jeden Fall, das teilt sich bei uns in zwei Gebiete auf, die Fachpraxis momentan. Und zwar ist das einmal das Teilgebiet der. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz. Ach, ich mache das einfach anders. Ist das einmal das Fachgebiet Datenbanken, technische Informatik und einmal technische Informatik, Kabelverlegung und so weiter. So, jetzt habe ich hier schon mal eine Abgrenzung. Alles sehr schön. So, und zwar gibt es, wie gesagt, hier diese beiden Teilgebiete und es gibt noch was ganz Besonderes dabei. Ja, das sollte so reichen.
sieht gut aus. Gut, da kommt dann schön in den Boden rein. Obwohl, was? Es wäre, glaube ich, besser, wenn ich das dann hier in die Wand reinmache. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Mache ich hier in die Wand rein. Ganz einfach. Kackendreist. Ja, wenn ihr diejenigen, die sich noch nicht mit der Frostfarm auskennen und so weiter, werden jetzt bestimmt fragen, hey, was hat denn jetzt vor? Ich lasse es einfach mal unkommentiert, ihr werdet gleich sehen, was das wird. Auf jeden Fall. Fachgebiet technische Informatik, Datenbanken und Netzwerke. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ich glaube, einige werden jetzt schon mal wissen, was ein Netzwerk ist, oder zumindest auch eine Datenbank. Wer das nicht weiß, ist auch kein Problem, das ist schnell erklärt. Eine Datenbank ist einfach ein Telefonbuch, einfach ganz billig, sagen wir mal ein Telefonbuch. Hatte zum Beispiel eine Datenbank. Ja, jetzt wollte ich das so machen, dass ich dann. Au. Machen wir dann einfach hier drüber. Okay, gut. Ah, jetzt muss ich aber schon wieder rauf. Komm, ich muss ja eh nach unten. Auf jeden Fall ein Telefonbuch ist schon mal ein Netzwerk. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen. What the fuck hat der mich gerade erschrocken? Der hat mich so geschrocken, dass ich mich schon wieder an Schwachsinn erzählt habe. Ne? Ist nicht der normale Schwachsinn, den ich erzähle. Ne? Das ist der Enderman schuld. Ne, auf jeden Fall. Selbst ein Telefonbuch ist eine Datenbank, nicht Netzwerk. Also generell Datenbank, halt alles eine Ansammlung von Daten, worauf jeder zugreifen kann. Nein, das würde ich jetzt noch wegkriegen. Ja, ein Netzwerk. Ich glaube, das größte Netzwerk der Welt sollten ja schon einige kennen. Ich meine, ihr benutzt es ja gerade. Ja, das Internet. Also muss ich, glaube ich, nicht viel zu erklären. So. Das ist ja so, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Oh, schade, doch, die Funktion zu auffangen. Das mache ich von unten auf jeden Fall noch schöner. Ja, und halt zu den Datenbanken, was ist das Themengebiet dazu? Also halt quasi erstmal, was ist eine Datenbank, worauf muss man achten? Kommt jetzt mal von der Hand weg, da ist. Nee, das war jetzt kein Fachgebiet. Natürlich, wie man eine Datenbank erstellt, also jeder, der Zugriff zu MySQL hat, das kann man, soweit ich weiß, gerade sogar im Internet downloaden, kann eine Datenbank erstellen. Na, ich bin ein Idiot. Der Rest ist einfach schon recht billiges Programmieren eigentlich, ganz kackendreist gesagt. So, ich will hoffen, dass ich jetzt noch vorbereitet habe, dass ich noch Stonebricks habe. Oh nein, das soll nicht wahr sein. Na gut, dann müssen wir einfach schon mal währenddessen was anderes machen. Wir können ja unten auch schon mal wieder was vorbereiten. Ich will von hier unten dann den Zugriff haben. Wieso mache ich das hier in der 3x3 Fläche? Da kommt Wasser rein. Das
Das wird, wie gesagt, auf jeden Fall noch verschönert bis hierhin. Dann mache ich hier so eine Treppe als Übergang. Netzwerktechnik, was beinhaltet das? Das ist schon ein größeres Themengebiet, also quasi Switches, Router, Hubs und so einen ganzen Rotz. Wer jetzt das Ganze nicht verstehen sollte, ist kein Problem. Ich habe es selbst nicht so wirklich verstanden. Also vieles habe ich schon verstanden, aber da war teilweise welches Zeug dabei, wovon ich so saß in der Klausur. Okay, ich akzeptiere das Ganze jetzt einfach mal. Ich müsste auch bald mal wieder farmen gehen. Aber zuerst will ich eine ordentliche Energieversorgung auch ohne den Atomreaktor. Ja, was hat der Dorsch jetzt schon wieder vor? Ihr werdet es bald sehen. Sehr schön, dann machen wir mal einen ab. Dann haben wir auch schon wieder Stonebricks. Sehr schön. Als wenn das Video rumgehüpft ist, wenn es nicht Spaß macht. Und ja, wo ich ja echt teilweise eingeschlafen bin im Unterricht, das ist das Fachgebiet der Gebäudeverkabelung. Also, ich könnte mir kein langweiligeres Thema ausdenken. Das Beste war ja immer noch, da denkst du ja, okay, das klingt recht interessant. Von wegen. Ungelogen, mein Lehrer kam einmal an und das Highlight von 4 Stunden technischer Informatik Kabeln war, wie sieht ein Kabel aus? Da denkt man sich auch noch, Alter, du unterrichtest auf einem Berufskolleg für Informatik. Ich glaube, da wird man schon wissen, wie so ein Kabel aussieht. Also, da haben sich teilweise schon die Leute im Kopf an die Wand, den Kopf an die Wand geschlagen, ja, das auch, aber auch die Hände an den Kopf geschlagen. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber naja, kann man nichts machen, solche Lehrer gibt es halt auch. Gut, dich nehmen wir auch noch mit. Ein bisschen Holz bräuchte ich nämlich noch. Ey, die Sugarcane sehen hier voll komisch aus. Oder sind das keine Sugar? Doch, das müssen doch Sugarcanes sein. Sugarcanes. Okay. Gut zu wissen. So, ich habe das. Ich habe den Clay gerade eben gesehen. Den werde ich nachher noch abfarmen, wenn ich vor zur Aufnahme raus bin. Ich wollte schon versehen, der sollte aussehen. Aber mal schauen, was wir da noch machen. Das machen wir noch ein Level. Level. Dankeschön. So, Stone Bricks. Ich mache mir jetzt auch schon mal ein Barrel. Ah, Moment, da fehlt noch was. So. Und zwar brauchen wir für die Forestry Farm auch ziemlich viel Erde, kommt aber später noch dazu. Das werde ich dann von hier so reinschleusen lassen. Werde schon mal die ganze Erde, die ich hier habe, da rein so einfüllen. Wieder nach oben. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch hier die Grundform fertig machen und dann werde ich euch auch genug genervt. Dann gehe ich in die nächste Folge rein. Oder? Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich am Aufnehmen bin. Ja, irgendwann schaffe ich es nochmal, mir einen Timer zu stellen. Ich weiß es. So, das jetzt ist auf jeden Fall schon mal so der kleinste Grundriss für eine Faustifa. Will ich irgendwie hoffen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass ich das wieder verkackt habe. So, was brauchen wir alles für die Faustifa? Wir brauchen Farmblöcke. Die werden gemacht aus Kupfer, Stonebricks. Oder halt Sandstone, Smooth, also Chisels und Smooth, Bricks, Cracked Stone Bricks und so weiter.
Je nachdem, was ihr von haben wollt. Wir wollen aber niemals Stone Bricks. Wir brauchen dafür die Stone Bricks, Kupfer, Slabs und Tin Electron Tubes. Die haben wir zum Glück vorbereitet. Nehmen wir ordentlich Kupfer mit. Lassen dann nochmal das. Danke. Alles in das Zornmehl verarbeiten. Ich habe teilweise immer noch diesen Sound von Mechanismen im Kopf von Mariti. Der ging ja dauerhaft auf die Nerven. Ja, komm, das machen wir jetzt noch fertig. Was ist denn das hier? Ach, Basic Farmer Steve Cards, okay. Vielleicht machen wir auch nochmal mit Steve Cards was. Da muss ich mich aber vorher reinlesen. Also, ich kenne mich teilweise schon mit vielen Mods aus, aber nicht so wirklich mit allem. Okay, wir brauchen jetzt hier das. Dann 36 mal 36 Kupfer. Mal, was? Nein, bar. 36 mal 36 Kupfer so rum. Und die Tin Electron Tubes und wir haben 36 Farmblöcke. Dann denkt man, okay, das war's. Nö. Wir brauchen mindestens eine Farm Gearbox. Dafür brauchen wir. Interessant, bei der Stonewix Farm Gearbox wird die Pelder Quarzbock angezeigt. Auf jeden Fall, wir brauchen drei Tin Gears. Also drei Iron, das können wir zurück. Und 12 Tin. Ich will jetzt auch gerade hoffen, dass die zwei gewisse Kumpels von mir mal aufpassen, weil die mich gefragt haben, wie wird so eine Forestry Farm eigentlich gemacht. Weil ich habe das schon mal mit, also dieses Modpack mit ein paar Kumpels gezockt. Und die haben das dann, das hat sie interessiert. Und mich Struktur fragt, und ich denke nur, boah, Leute, es gibt Google. Und wenn nicht, dann zeige ich das irgendwann in meinen Videos. Und jetzt haben sie die Möglichkeit zu sehen, und naja, wenn nicht, selbst schuld. Ansonsten, hallo Mulle und Miezekotze. Mulle sollte man noch kennen, der war einmal bei mir auch beim ABT dabei, relativ am Anfang. So, genug geplaudert, wir brauchen jetzt noch eine Trap-Door. Kriegen wir zwei, auch gut. Ja, wir haben den Farm Hatch. Dann brauchen wir Farm Valve. Noch ein Tin Gear. Ach, Entschuldigung. Und bevor ich es nochmal schaue, Valve. Ja, okay, da braucht man natürlich schon nicht. Oh nein. Was mache ich eigentlich schon wieder? Nur Scheiße am Bauen, der Junge. Das kann doch nicht sein. Was machen der? Control, da braucht man noch Golden Electron Tube. Dann machen. Bauen wir den dann mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich will hoffen, dass das reicht. Mach mal ganz schnell, da den reißen wir dann noch sofort wieder ab. Ich nehme extra jetzt zwei Sand mit, weil wir den einen schon durchschmelzen lasse. Ach, der Brust ist da an Strom, okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Und tschüss mit dir. So, jetzt wurde ich aber gerade angeschrieben. Da würde ich mal ganz schnell nachgucken, ob das wichtig ist. Und es war natürlich nicht wichtig. Gut. Okay, wir bräuchten Tin Gear und zwei Glas Farm Valve, okay. Und Farm Control, da brauchen wir noch zwei Redstone. Schmeißen wir die schon mal zurück. Eins brauchen wir, zwei, drei können zurück. Machen wir einfach mal nicht den hier. Und das sollte es dann schon gewesen sein. Ich will jetzt hoffen, dass man bei mir im Hintergrund nicht die Klingel gehört hat. So.
machen wir hier schon mal den Grundaufbau. Diese mache ich das schon mal hier oben, weil der ich den Rest unten machen werde. Ich sehe aber auch echt gerade, dass ich die Tür bei mir nicht richtig zugemacht habe und ich jetzt gerade nicht aufstehen möchte. So, den Farm Control machen wir mal nicht dahin. Da machen wir den Farm Hedge hin, den Farm Control da. Farm Valve kann ein bisschen weiter nach hinten. Farm Gearbox machen wir mal da. Und der Rest kann dann mit den Farmblöcken aufgefüllt werden. Ich habe mich mal nicht verzählt. Pass auf. Genau. Das sollte sich jetzt eigentlich jeden Moment verbinden, sodass man hier reinschauen kann. Ah, sehr schön. So, was brauchen wir noch? In die Gearbox, da kommt der Strom rein. Den werde ich jetzt einfach... Warte mal. Wie lange bin ich jetzt am Aufnehmen? Ich schaue das mal ganz, ganz schnell nach. Ja, das zeig's mir an. Oh, ich muss nicht ernsthaft die Aufnahme unterbrechen, also. Ich unterbreche ganz kurz die Aufnahme. Okay, Aufnahme unterbrochen und mir fällt gerade auf, dass ich die jetzt wieder beenden kann. Da habe ich echt, glaube ich, ein bisschen fast über die Zeit. Aber naja, ihr wolltet ja längere Folgen und so weiter. Und es ist irgendwie gerade komisch am Häkeln. Ja, am Häkeln. Gut, ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, halte ich in die Kommentare. Wie soll das jetzt langsam an? Naja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tech World 2. Bis dahin, tschüss.